Kleinbauern, die von ihrem Land vertrieben werden oder von Vertreibung bedroht sind oder in sonstiger Weise in ihrem Recht auf Nahrung bedroht sind, unterstützt. Und da gibt es verschiedene Arbeitsschwerpunkte von FIAN und eins ist eben auch Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Bergbauprojekten, ob es Goldabbau ist oder wie in diesem Fall Kohlebergbau. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir die Gäste aus Kolumbien bei uns in Tübingen haben. Wenn wir Strom aus der Steckdose beziehen, denken wir selten darüber nach, was für Auswirkungen unser Strombezug in ganz anderen Ecken der Welt hat. Aus diesem Grund ist es besonders schön, dass wir heute zwei Vertreter aus Kolumbien da haben und ich freue mich sehr, dass wir auch ein so großes Publikum heute haben. Für die Tübingen ist die Frage des Kohlebezugs darüber hinaus ganz speziell relevant. Denn die in Tübingen ansässigen Stadtwerke tun zusammen mit dem Stromverbund Südweststrom das Kohlekraftwerk Brunsbüttel in Norddeutschland planen. Dieses soll an der Elbmündung entstehen und soll das größte Kohlekraftwerk Deutschlands werden. Mit einem jährlichen CO2-Ausstoß, der so groß ist wie der CO2-Ausstoß von ganz Lettland. Das Projekt steht in seiner Planung noch ziemlich am Anfang. Es sind noch keine Genehmigungen erteilt und die Finanzierung ist auch noch nicht vollständig gesichert. Daher wurden noch keinerlei Kohlelieferverträge unterzeichnet. Aber für die technischen und wirtschaftlichen Planungen des Kraftwerkes wurden bereits Gespräche mit Kohleunternehmen geführt. Nach Aussage der Geschäftsführerin Bettina Morlock der Südweststrom-Kraftwerke-Gesellschaft kamen sie insbesondere dem Unternehmen Cerrejón, von dem sie Kohle beziehen wollten, mit dem haben sie gesprochen. Wie aber nun die tatsächliche Situation in Kolumbien aussieht, das wollen wir heute von unseren Gästen erfahren. Zunächst darf ich Ihnen Nora Braun vorstellen aus der Kolumbien-Gruppe Nürtingen. Sie ist Deutsch-Kolumbianerin und wird uns heute bei der Übersetzung behilflich sein. Des Weiteren darf ich Ihnen Sebastian Rötters vorstellen. Er ist Historiker und Politologe. Von 2004 bis 2005 arbeitete er als Freiwilliger der Menschenrechtsorganisation Peace Brigade International in Kolumbien. Als freier Journalist hat er seit 1998 Kolumbien auch mehrfach bereist. Heute arbeitet er bei der Menschenrechtsorganisation FIAN Deutschland und ist dort Referent für Bergbau. An dieser Stelle darf ich an Herrn Rötters übergeben, der Ihnen unsere kolumbianischen Gäste vorstellt und Sie durch den Abend begleiten wird. Vielen Dank. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Bevor ich Ihnen die Gäste vorstelle, ich kann Ihnen kurz die Namen der Gäste nennen und dann denke ich mal, jetzt so die ersten kleinen Fragen in Gesichter geben. Zum einen Alfredo Tobar Pérez, der ist Gewerkschaftsmitglied der Kohlearbeitergewerkschaft Cintra Mi Energética aus Kolumbien. Er arbeitet selber für eine Kohlefirma dort, er fährt diese großen Lastwagen, wird er sicherlich später auch noch drauf eingehen. Und Nilson Antonio Ramírez aus der indigenen Gemeinde Tamaquitos. Jetzt, wenn Sie den Flyer aufmerksam gelesen haben, dann werden Sie jetzt beim Namen etwas gestolpert sein, denn da ist angekündigt, dass Cairo Epiayo uns besucht, der gewählte Gouverneur der Gemeinde Tamaquitos. Cairo lässt sich entschuldigen aufgrund eines privaten Falls konnte er leider nicht reisen. Er hat uns aber hier einen Brief auch geschickt und sich vielfach entschuldigt, dass er nicht kommen konnte und sagt aber, dass Nilsson als Stellvertreter sein vollstes Vertrauen genießt, um hier über die Situation in Tamaquitos zu berichten. Tamaquitos ist im Übrigen, ich komme da gleich noch näher drauf, eine Gemeinde, die von Umsiedlung betroffen ist, die umgesiedelt werden muss, eben für den Cerrejón-Tagebau, von dem Brunsbüttel, wenn es denn gebaut wird, vermutlich Kohle beziehen wird. Ich möchte jetzt so 10, 15 Minuten lang eine kleine Einführung machen, damit wir uns dem Thema so ein bisschen nähern können. Meine erste Frage wäre, wer hat, bevor er den FIAN
und Klimaallianz Flyer in der Hand hatte, Kolumbien ganz eng mit dem Thema Kohle verknüpft. Hier vorne habe ich eine schüchterne Hand gesehen, sonst niemand. Ich glaube, da geht es Ihnen und geht es euch wie den meisten Leuten. Das Thema ist nach wie vor relativ unbekannt, dass Kolumbien ein wirklich relevanter Kohlelieferant ist. Diese Karte ist sicherlich nicht ganz so unbekannt, den meisten nicht ganz so unbekannt, wie die Tatsache, dass Kolumbien ein großer Kohlelieferant ist. Das hier ist die Karte, ich glaube von Greenpeace, ist, wenn ich mich nicht täusche, wo wirklich die Kraftwerkspläne in Deutschland eingezeichnet sind. Ich hoffe, Sie sind auf dem neuesten Stand. Das ändert sich ja so häufig, dass dann doch ein Kraftwerk nicht gebaut wird und dann hier rot durchgestrichen wird. Ich hoffe, da fehlt nichts dabei. Ich zeige euch das, weil wir letztes Jahr auch eine Rundreise gemacht haben mit zwei anderen Gemeinschaftsvertretern aus Kolumbien und wir damals auch mehrere Städte besucht haben. Wir waren unter anderem hier bei Staudinger, wir waren letztes Jahr in Krefeld und in Mahl. Und das setzen wir dieses Jahr jetzt auch fort, zusammen mit der Klimaallianz, dass wir eben die Städte, wo Kohlekraftwerke geplant sind oder Kohlekraftwerke betrieben werden, dass wir die besuchen, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Nach unserer Meinung ist es sehr wichtig, diese Themen zu verknüpfen, weil es Betroffene einen auf beiden Seiten gibt. Es gibt eben nicht nur das Klimaproblem, es gibt die Leute an den Kraftwerksstandorten, die sich über die Luftverschmutzung beklagen und es gibt die Problematik der Menschen, die in den Minen arbeiten oder die von den Minen betroffen sind. Ich möchte euch nicht lange mit Zahlen langweilen, aber ein paar Zahlen, denke ich mal, sind schon ganz erhellend, um klar zu haben, über was für eine Dimension wir hier eigentlich reden. Das sind jetzt die aktuellsten Zahlen, die das Statistische Bundesamt zur Verfügung stellt. Das sind die Steinkohleimporte nach Deutschland. Und wir sehen, aus EU-Ländern, das ist dann überwiegend Polen, kommt nicht mehr wirklich viel. Es schwankt immer so ein bisschen, im Sommer ist es mehr, im Winter ist es dementsprechend weniger. Aber der überwiegende Teil kommt aus Drittländern. Und wenn wir das jetzt genau aufschlüsseln, dann stellen wir fest, wie das auch in dem Flyer ja schon geschrieben steht, dass Kolumbien da einer der größten Exporteure für oder Lieferanten für deutsche Kraftwerke ist. Das war vor 5, 6 Jahren war das noch, waren die Zahlen für Kolumbien und Südafrika ungefähr umgekehrt, da war Südafrika weiter vorn. Kolumbien hat ja massiv aufgeholt, ist halt ein immer größerer Lieferant geworden. Bei den Lieferungen aus den USA sind wir, und bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher, ob es nicht da zum Teil auch sich um Lieferungen handelt, die aus Kolumbien in die USA gehen und dann möglicherweise weiterverkauft werden. Weil so ganz erschließt es sich mir nicht, dass die USA unglaublich viel Kohle aus Kolumbien importieren und gleichzeitig auf derselben Seite, sprich auf der Atlantikseite, dann wieder so viel Kohle nach Deutschland exportieren sollen. Das ist aber noch nicht geklärt. Wir haben da wenig Zahlen drüber. Das liegt daran, dass dieser Markt relativ intransparent ist. Das kann man jetzt nicht lesen. Ich lese nur zwei Zahlen vor. Die sind nicht ganz aussagekräftig, weil hier das Jahr 2009 dabei ist. Im Jahr 2009 ist der Kohleverbrauch in Deutschland aufgrund der Wirtschaftskrise massiv eingebrochen. Grundsätzlich ist es aber so, dass, wenn man das hier sieht, 2007 zum Beispiel war der Kohleverbrauch bei 75,8 Millionen Tonnen in Deutschland und die Steinkohlenförderung in Deutschland waren 21,3 Millionen Tonnen. Dieser Trend setzt sich vor. 2009 haben wir in Deutschland noch 13,8 Millionen Tonnen gefördert. 2018 läuft die Kohleförderung aus, danach ist es wahrscheinlich vorbei, dann hat die liebe Seele im Ruhrgebiet zumindest Ruhe, dann ist es da vorbei. Die Frage ist halt nur, wenn wir so viele Kohlekraftwerke bauen, wo holen wir die Kohle eigentlich her? Hier sieht man auch nochmal, wie schwankend das ist, also wie das hier sieht man, 2009 ist es durch die Wirtschaftskrise nochmal zurückgegangen, aber 2010 sind die Exporte oder die Lieferungen aus Kolumbien nochmal richtig nach oben geschossen und deshalb werden wir dieses Jahr vermutlich zum ersten Mal 8 Millionen Tonnen Kohle aus Kolumbien importieren. Das kann man abfotografieren, ich habe aber das auch nochmal ausgedruckt da vorne hingelegt, wer da nochmal genauer so einen Rumstöbern möchte, der kann das tun. Ist Kolumbien denn so ein wirklicher Big Player? Eigentlich nicht. Das sind die 10 größten Kohleförderländer der Welt. Und Kolumbien taucht erstaunlicherweise nicht auf. Das hat einen einfachen Grund. Die Kohleförderung in Kolumbien ist relativ gering im Vergleich zu Giganten wie Russland, China, Australien oder Indonesien. Aber fast alles, was in Kolumbien gefördert wird, wird exportiert.
ist in Südafrika. Südafrika benutzt einiges der Kohle selber. Australien exportiert sehr viel. Indonesien beliefert praktisch den ganzen asiatischen Raum. Kolumbien ist hier sehr wichtig. Man kann es, glaube ich, hier ganz gut erkennen, weil es den atlantischen Markt bedient. Das heißt, Deutschland wird, und da kann, die können die Stadtwerke hier oder SWS können behaupten, was sie wollen, können auch sagen, in Australien oder so ist alles besser, so wie uns heute auch schon mitgeteilt wurde. Nur aus Australien werden wir keine relevanten Mengen Steinkohle beziehen. Wir werden sie aus Kolumbien beziehen. Ja, wenn man eine Kasse der Reserven hätte, der 10 größten Reserven, würde die gleich aussehen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf. Ich glaube schon, dass diese Länder auch über relativ große Reserven verfügen. Also ich meine, China ist ja, was die Produktion angeht, ganz, ganz weit vorne im Vergleich zu allen anderen. Also mengenmäßig sind die ganz weit vorne. Wir haben aber, glaube ich, auch noch relativ viele Reserven. Kolumbien ist, was die Reserven angeht, in Südamerika eigentlich das mit Venezuela und Brasilien zusammen sind das die einzig relevanten Länder, die über ein Mengenwert vorkommen verfügen. Das hier ist der Kohlehafen in Rotterdam, da wollte ich eigentlich erst zum späteren Zeitpunkt hin, aber das ist halt einer der Haupteinfuhrpunkte. Ansonsten ist es so, Brunsbüttel, warum wird Brunsbüttel da direkt an der See gebaut, damit man es locker und schnell liefern kann? Oder warum soll es da gebaut werden? Ich will ja hier gar nicht vollendete Tatsachen schaffen, die vielleicht noch abgewendet oder abgewendet werden. Um jetzt aber mal einen etwas genaueren Eindruck zu bekommen, wohin wir uns eigentlich bewegen, denn wenn wir jetzt auf Anhieb die Minas de la Fon finden in Kolumbien, wer kennt die Region La Guajira, wer kennt die Region Cesar, außer der Kolumbien-Gruppe, von denen ich das massiv erwarte, da hinten sehe ich noch eine Hand, okay, aber den anderen will ich ein bisschen helfen. Wir gehen den Weg zurück, wir sind am Adolf-Schlatterhaus. Und wandern, das ist für Brunsbüttel natürlich völlig verkehrt, aber wir wandern nach Rotterdam. Das ist der Rotterdamer Hafen, ist einer der Haupteinfuhrplätze für kolumbianische Kohle. Ein anderer wichtiger Hafen ist Amsterdam. Hamburg ist noch nicht so wichtig, wird wahrscheinlich dann deutlich an Bedeutung auch nochmal gewinnen. Und von da aus brauchen wir gar nicht mehr so viele Etappen. Wir springen jetzt einfach mal über den großen Teich. Und landen hier im äußersten Nordosten Kolumbiens. Das ist der Verladehafen Puerto Bolívar, wo die ganze Kohle von Cerrejón verladen wird. Wir können da schon mal ein bisschen, ich gehe da mal ein bisschen weiter raus, damit man nochmal sieht, wo sich das befindet, welchen Zipfel von Kolumbien ich meine. Ne, also hier haben wir die Karibikküste, da oben in der Ecke ist der Hafen. Jetzt sieht man schon den zweiten gelben Pin, jetzt habe ich ja fast schon zu viel verraten. Aber da wird die Kohle nur verladen. Aber wo unser Gas herkommt, das ist noch ein Stückchen weiter. Man sieht jetzt hier so eine relativ gerade Linie. Das ist die Zugstrecke hin zum Cerrejón-Tagebau. Diese Zugstrecke durchkreuzt das Gebiet der Wayuu-Indigenen seit 25 Jahren. Nilsson wird da gleich auch noch was zu sagen können. Bevor ich jetzt gleich das Wort an unsere Gäste übergeben will, nur noch der Hinweis, dieses Bild liegt da hinten ebenso wie ein Bild, was ich jetzt gleich noch zeige, groß aus. Wer da noch konkretere Informationen zu haben will, zu den Gemeinschaften, wo sie genau leben, wie der Tagebau aufgebaut ist, dann denke ich, können wir das nach der Veranstaltung noch im informellen Kreise machen. Nur so viel, wenn jetzt heute von Umsiedlungsgemeinden oder von Gemeinden gesprochen wird im Zusammenhang mit dem Cerrejón-Tagebau, dann liegen die alle hier südlich dieses Tagebaus. Es sind im Moment 4 Gemeinden, die umgesiedelt werden müssen, die zum Teil seit über 10 Jahren auf diese Umsiedlung warten. Und man sieht es, glaube ich, hier, man sieht die räumliche Nähe. Also man hat hier noch einen Tagebau, man hat diesen großen Tagebau, hier unten geht es weiter. Und hier liegen 4 Gemeinden praktisch mittendrin in diesen Tagebauen. Und wie das dann, wie das alltägliche Leben da aussieht, dazu wird Nils dann gleich was erzählen.